Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich ein Thema wählen, das natürlich auch wieder durch die letzten Tage immer wieder auch in aller Munde ist, nämlich über Macht der Kränkung. Mir ist natürlich wieder ein Buch zugefallen. Was für ein Zufall. Nein, so ist es nicht. Das habe ich zwar schon länger zu Hause gehabt, aber wenn ich so Fragen stelle, dann kann es doch auch manchmal passieren, dass ich zufälligerweise ein Buch in Händen halte und zufälligerweise genau die richtige Seite aufschlage. Ich denke, das kennt so mancher und so manche. Dieses Buch, das ich meine, ist Ohrfeige für die Seele. Und zwar von Bärbel Wadecki. Sie ist ja eine sehr bekannte Autorin. Und zwar schreibt sie in dem Buch, eine Kränkung oder Zurückweisung ist wie eine Ohrfeige für die Seele. Wir sind verletzt und fühlen uns in unserem Selbstwertgefühl getroffen. Bärbel Wadecki zeigt, wie es uns gelingt, aus dem Täter-Opferspiel auszusteigen und Reaktionsweisen zu entwickeln, die für uns und die anderen weniger zerstörerisch sind. Wir haben immer die Wahl, ob wir uns als Opfer der Umstände sehen oder beginnen, verantwortlich zu handeln. Ja, und so habe ich auch in all meinen Videos gesagt, dass natürlich die beste Medizin gegen Ohnmacht oder gegen eben das Gefühl, nicht handeln zu können. Das kennen wir natürlich gerade die letzten 3 Jahre sehr gut, aber auch natürlich in der jetzigen Krisensituation. Die beste Medizin ist Wirksamkeit, Eigenmacht, Verbundenheit und Verantwortlichkeit. Dass wir sozusagen vom Opfer zum Schöpfer werden. Im Wort Schöpfer, beziehungsweise umgekehrt im Wort Opfer, ist ja anders. Im Wort Schöpfer ist das Wort Opfer drinnen. Genau, also Schöpfer, Opfer. Natürlich ist es so, dass nicht alle Personen immer die Wahl haben, wenn wir uns gerade diese krisenhafte Situation, Kriege und so weiter ansehen. So haben viele Personen eben bedingt durch Armut, aber auch in unserem Land natürlich nicht immer die Wahl, Schöpfer zu sein. Aber auch sich Hilfe zu holen oder Gespräche zu führen, bringt uns schon in die Wirksamkeit und Eigenmacht. Also es muss nicht immer etwas ganz Großes sein, sondern es können so kleine Schritte sein. Ich möchte aber heute trotzdem, weil ich zufälligerweise genau diese Seite aufgeschlagen habe, natürlich ist mir das als Psychotherapeutin und Traumatherapeutin alles klar und bewusst, aber Bärbel Wadecki hat es auch wunderbar hier in diesem Kapitel eben Introjekte, einverleibte Überzeugungen wunderbar beschrieben. Ich möchte kurz daraus zitieren, nämlich mit der Fragestellung, warum den Menschen ja sich vielleicht mitunter zu viel gefallen lassen. Das kann man natürlich in jede Situation hineindenken, sei es Arbeitssituation, sei es Schulsituation. Es gibt viele Menschen, die vielleicht dann auch gemobbt werden. Aber natürlich auch, wenn ich mir kurz noch einmal, ich habe schon 4 Videos dazu gemacht, weil es mich eben persönlich auch so ja, betroffen gemacht hat, wie den Wissenschaftler und auch vor allem Künstler auf der Bühne, eben Verleihung, goldenes Brett, andersdenkende Menschen verbal entblößen, nackt ausziehen, beschämen und dann auch noch so viele Menschen eben das durch Applaus als gut einordnen. Und das auch unterstützen. Das hat mich natürlich ja, traurig gemacht, aber auch wütend gemacht und ja auch sprachlos gemacht. Deshalb versuche ich immer wieder durch meine Videos aufzuklären, auch die Psychodynamik zu erklären, warum handeln Menschen so? Ich stelle immer die große Frage, warum? Es ist auch für mich vieles nicht begreifbar und ich denke für uns alle, dass so etwas auch die letzten 3 Jahre passieren konnte im Dienste der Wissenschaft. Das nenne ich ja natürlich auch so dieses psychosoziale Milgram-Experiment, so dass Wissenschaftler im Dienste der Wissenschaft dann andere eben diese Stromstöße, das war natürlich nur ein Experiment und nicht wahr, aber auch diese verbalen Stromstöße der Entwertung, der Ausgrenzung sind ja besonders kränkend. Kränkung macht krank, sagt schon das Wort und vor allem hat ja auch der sehr anerkannte und renommierte Gerichtspsychiater Reinhard Haller auch vor 2 Jahren einen Film ja, inspiriert, nämlich Macht der Kränkung, ZDF, ORF, wo ich auch die Freude hatte, an einem Drehtag dabei zu sein und eine Patientin zu spielen, wo auch ja, Vorstadt Weiber bekannt, Murat Tomusslu, eben auch anwesend war. Es war sehr spannend, hinter die Kulissen zu blicken, aber
Was ich jetzt sagen wollte, ist einfach Folgendes, dass natürlich sehr viel Kränkungen passieren und dass gerade der Gerichtspsychiater Rainer Thaler die Impfpflicht so propagiert hat, das mag ihm zwar zustehen, denn jeder hat seine freie Meinung. Ich bin halt der Meinung, jeder darf frei entscheiden und die Unversehrtheit des Körpers ist ganz wichtig. Das ist unsere Grenze. Die Haut ist unsere Grenze, die letzte Grenze. Schon viel früher müssen wir natürlich gegen Gewalt Stopp sagen. Aber es ist natürlich so, dass gerade er gesagt hat, ja, Ungeimpfte müssen Bußgeld zahlen. Das habe ich absolut nicht begreifen können, denn das ist eine Kränkung. Andere, die eine andere Entscheidung treffen, ja, auch noch dafür zu bestrafen. Das ist für mich unbegreiflich und ja, hat natürlich auch ja, irgendwie seine ganze Theorie für mich ins Wanken gebracht, weil er hat ja so viel auch in seinen Videos, die ich so sehr auch immer geschätzt habe, Macht der Kränkung und auch Macht der Wertschätzung, also Bücher auch dazu geschrieben. Und dann ist es aber nicht wertschätzend, Menschen eben ja, so zu beschämen, aber auch auszugrenzen, als wären sie eben, ja, als hätten sie etwas verbrochen, dass sie auch noch Strafe zahlen oder Bußgeld, weil ja das Personal, das war ja damals sein Argument, eben wütend sei, Ungeimpfte eben zu behandeln. Das ist für mich nicht begreifbar, aber wie so vieles nicht, ja. Das ist auch widersprüchlich, ja, eben Double Binds, ja, das heißt, das, was er schreibt, passt nicht mit dem zusammen, was er sagt, muss ich offen so aussprechen. Natürlich, wir Menschen sind nicht unfehlbar. Gerade in Notsituationen kann es passieren, dass wir eine Art Blackout im Gehirn haben. Natürlich, Angst spielt eine Rolle. Aber für mich die wichtigste Frage ist, warum Menschen so natürlich ja, auch Mitläufer sind. Es gibt ja nicht das einzige Motiv oder die einzige Ursache. Ja? Gerade natürlich in der Psychologie nicht. Das heißt, es ist immer eine Wechselwirkung unterschiedlicher Einflüsse, so gibt es zum Beispiel auch nicht die Impfgegner, die Wissenschaft, die Fakten. Umso mehr ist es natürlich für mich nicht begreifbar, dass dann Wissenschaftler, eben wie auch die Psychiaterin Adelheid Kastner, Andersdenkende herabwürdigt als dumm eben bezeichnet, denn es gibt nicht die Wissenschaft. Ja? Gerade die Wissenschaft lebt vom Diskurs, vom Austausch, auch davon, sich selbst natürlich immer in Frage zu stellen. Und so wurde natürlich der Diskursraum geschlossen, indem man andere als Verschwörungstheoretiker und dumm oder auch ja ihnen auch andere Wissenschaftler ja auch die Fähigkeit abspricht, obwohl das renommierte Wissenschaftler sind, vor allem auch Ulrike Gerow, dann so verbal entblößt und sie belustigt, indem man auf den Herpes auf die Scheide verweist. Das ist eine unglaubliche Beschämung, aber da will ich gar nicht jetzt darüber mehr reden, denn die drei Videos habe ich sowieso hochgeladen. Aber für mich stellt sich die Frage, warum tun das Menschen? Und wie gesagt, es gibt nicht ein Motiv, sondern viele Ursachen. Und vor allem, warum tun es Künstler, Künstlerinnen, die doch immer eigentlich ja für diese Freiheit, geistige Freiheit und Unabhängigkeit standen? Auch hier gibt es natürlich unterschiedliche Motive. Zum einen ist natürlich das Motiv auch möglich, der Gehirnwäsche. Das heißt, sie wurden so lange ja, auf diesem Weg ja, getrimmt, dass man da vielleicht gar nicht mehr hinterfragt. Ne? Das heißt, man will ja solidarisch sein, man will ja gut sein, man will ja, ja im Dienste der Wissenschaft andere retten. Und da ist es natürlich so, dass man sagt, naja, das wird dann vielleicht gar nicht so hinterfragt und da macht man einfach mit. Denn wer will denn schon unsolidarisch sein? Es wurde ja gerade mit dem Begriff der Solidarität sehr viel manipuliert. Wer nicht mitmacht, ist asozial, ist nicht solidarisch. Das betrifft natürlich auch die Maskenpflicht. Also alles das, ich sage immer, Dosis macht das Gift. Es ist immer wichtig zu schauen, wo ist es sinnvoll, wo nicht. Und vieles kann man eben dann nicht verstehen, nicht einordnen, weil es so absurd ist. Ja? Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, ich habe das ja eh in all meinen Videos gesagt. Aber ich möchte jetzt eben auch für mich die Frage stellen, und jetzt komme ich eben auf Bärbel Badetzky, um dann später auch auf die Künstler einzugehen. Und zwar steht hier auf Seite 64 Introjekte einverleibte Überzeugungen.
Zitat: Die ersten tiefen Verletzungen, nennt Eric Berne, also er ist auch ein sehr bekannter Psychotherapeut, die primären Kränkungen. Da sie den sogenannten primären Narzissmus, also die erste Selbstliebe des Kindes, verletzen. Unter diese primären Kränkungen fallen alle ablehnenden Botschaften, die die Lebendigkeit, die Integrität und das Selbstwertgefühl des Kindes beeinträchtigen, wie zum Beispiel: So wie du bist, bist du nicht richtig. Oder: Verhalte dich nicht so kindisch, was so viel heißt wie: Hör nicht auf deine Gefühle. Ich möchte vielleicht ergänzen, auch für Jungs zum Beispiel, für Buben: Indianer kennen keinen Schmerz, oder: Naja, das kann doch nicht wehtun. Ja, weiter steht hier ein Zitat: Das sind Botschaften, also Botschaften sind jedoch nicht nur ausgesprochene Sätze, sondern auch nonverbale Signale. Anmerkung: Wir nehmen hier viel mehr über nonverbale Signale wahr als über verbale. Das heißt, es ist entscheidend, wie etwas gesagt wird und nicht was gesagt wird. Weiteres Zitat: Eben diese nonverbalen Signale können sein, eben ein strenger Blick oder jede Art von Bestrafung. Es kann auch das ignoriert werden sein, der Ton der Stimme. Anmerkung: Ignoriert werden, Ignoranz ist eine ganz schlimme Strafe, weil es ist eine passive Aggression. Das heißt, einfach nicht zu reagieren. Das kennen wir natürlich auch mitunter, wenn man vielleicht was schreibt, dann kommt keine Antwort. Man lässt den Menschen im Ungewissen. Das greift auch im schlimmsten Fall den Selbstwert an. Das heißt, das ist ja auch Gaslighting bekannt. Gibt es auch den bekannten, also das bekannte eben Theaterstück, wo eine Frau wirklich also dann so schwer auch gemobbt wird und verrückt auch gemacht wird. Also das heißt, es gibt natürlich unterschiedliche ja, Möglichkeiten, den anderen eben zu ignorieren, zu verwirren, verrückt zu machen und eben auch passiv-aggressiv zu sein. Also das fällt alles unter diesen Begriff. Ghosting natürlich auch, das wollte ich auch sagen. Ja? Also Ghosting ist einfach das Nicht-Reagieren, aber Gaslighting ist natürlich auch, den anderen zu verwirren, zu manipulieren und verrückt zu machen. Ja, also das heißt, beides greift natürlich den Selbstwert an. Und natürlich auch die eigene Wahrnehmung, dass man denkt: Ja, bin ich denn verrückt? Verstehe ich das falsch? Was habe ich denn falsch gemacht? Wird dann vielleicht auch die Frage gestellt. Ja, weiters im Text: Diese frühen Botschaften werden vom Kind aufgenommen und bilden sogenannte Introjekte. Der Begriff der Introjekte, wie ich ihn hier gebrauche, sagt eben Bärbel Badetzky, stammt aus der Gestalttherapie. Introjekte sind verinnerlichte Botschaften, die nicht assimiliert, also eben dann sonst ungekaut geschluckt werden. Ja? Über die Zeit werden Introjekte zu Überzeugungen, die dem Kind vorschreiben, was es tun soll und was es nicht tun darf. Sie lassen jedoch außer Acht, was es will. Introjekte sagen jedoch nicht nur etwas darüber aus, wie eine Person ist, sondern vermitteln auch ein Bild von der Welt und den anderen Menschen. Sie warnen zum Beispiel davor, nicht so vertrauensvoll zu sein, weil andere Menschen einen nur ausbeuten. Oder sie vermitteln die Vorstellung, alle Menschen seien freundlich und die Welt sei ein guter Platz. Anmerkung: Das hängt natürlich davon ab, wie ein Kind aufwächst und wie die Umgebung auf es wirkt. Steht auch kurz da, Zitat: Die Überzeugungen, die das Kind über sich und die Welt ausbildet, verfestigen sich im Laufe der Zeit und werden durch entsprechende Erfahrungen untermauert. Ja, jetzt ist aber ganz wichtig, um auch auf meine Frage zu kommen, warum denn auch Menschen im Erwachsenenalter sich so viel gefallen lassen, steht da eben auch Zitat: Die Neigung zur Introjektion finden wir nicht nur in der Kindheit, sondern auch im Erwachsenenalter, in dem Menschen sich nicht die Mühe machen, fremde Meinungen und Regeln zu prüfen, sondern sie der Einfachheit halber kritiklos übernehmen. Für ein Kind ist es zunächst einmal wichtig, die Meinungen und Regeln von außen zu übernehmen, da es mit deren Hilfe natürlich Orientierung und Halt erfährt, im Laufe der Zeit, wenn es über mehr Möglichkeiten verfügt, nachzudenken und Dinge kritisch eben zu hinterfragen, kann sich das Kind eine eigene Meinung eben bilden und die alten Introjekte der Eltern durch neue Überzeugungen eben ersetzen. Wenn ein Kind beispielsweise erfährt, dass es von vielen Menschen gemocht wird, kann sich sein Introjekt: Du bist eben nicht liebenswert,
durch diese Erfahrung eben dann auch später wandeln. Anmerken, deshalb ist ja auch Psychotherapie oder Therapie und Selbstentfaltung und Entwicklung so wichtig. Es gibt nicht die Kausalität, wenn A, dann B. Das heißt, wenn schlechte Kindheit, dann immer schlecht oder wenn gute Kindheit, immer gut. Aber natürlich, wir wissen, die ersten 3 Jahre entscheiden, aber auch natürlich die Folgejahre. Das heißt, je besser die Bindung, je sicherer die Bindung, deswegen sprechen wir auch von einer sicheren Bindung, desto klarerweise ist natürlich auch die Entwicklung geprägt durch Selbstwert, einem gesunden Selbstwert, nicht eben einem narzisstischen, der ja eben aus diesem Mangel eben entsteht, nicht lebenswert zu sein. Ja, also genau. Es ist so, du bist eben nicht. Trotz Alter kennen natürlich die Eltern und Pubertät sind Zeitpunkte im Leben, sagt Bärbel eben, jetzt geht weiter, in denen es mit besonderer Kraft neue, unabhängige Wege eben finden möchte und sich von den Elternfiguren, Eltern, Lehrer, Erzieher etc. und den damit verbundenen Projekten abzulösen versucht. Wenn diese Ablösung nicht gelingt oder wer daran gehindert wird, sich zu verselbstständigen und eine kritische Haltung zu entwickeln, wird möglicherweise auch als Erwachsener eher die Meinung der anderen eben übernehmen, als sich eben eine eigene zu bilden. Fritz Perls nennt Menschen, die zum Introzieren neigen, dental gehemmt. Spannender Ausdruck, dental gehemmt. Das sagte eben Fritz Perls. Sie haben eine Beißhemmung, sowohl eben wortwörtlich als auch im übertragenen Sinne. Sie bekommen am liebsten alles vorgekaut und übernehmen fremde Ansichten eben kritiklos, ohne sie zu prüfen. Ihnen fehlt der rechte Biss und sie machen sich nicht die Mühe, zuzubeißen. Sie schlucken ungeprüft, was andere ihnen sagen, egal ob es für sie stimmt oder nicht. Sie haben wenig Kritikfähigkeit, sind leicht zu beeindrucken und zu überzeugen. Sie passen sich der herrschenden Meinung an und fragen nicht danach, ob es noch andere Alternativen gibt. Anmerkung, wir kennen natürlich auch den Begriff, gerade aus Deutschland, es sei alles so alternativlos. Wir haben nur eine Wahl, wir haben nur einen Weg und das ist eben ja Lockdowns zum Beispiel oder nur Impfpflicht oder nur, also es ist alternativlos. Ja? Und wenn ein Mensch keine Wahlmöglichkeiten hat, dann wird er eben ins Eck gedrängt, eben durch Unterwerfung, Rückzug, Selbstaufgabe, Flüchte eben in Sucht, Alkohol und so weiter oder andere. Oder Menschen, die eben einen Biss haben, ja, und die eben gelernt haben, zu hinterfragen und zu sagen, ja, da stimmt was nicht oder ich möchte es zumindest erfahren, was denn der Hintergrund ist, die werden natürlich dann all das ja, in Frage stellen. Und ich möchte vielleicht auch dazu sagen, ich habe ein Interview mit dem Psychiater Dr. Marz geführt, der natürlich auch Gefühle, die unterdrückt werden, von einem Gefühlsstau spricht. Ich verwende natürlich immer das Bild des Wasserballs. Ja, wir unterdrücken die Gefühle und schubst, der Wasserball kommt an anderer Stelle wieder hoch, sobald man ihn auslässt. Das heißt, wir können ihn immer unterdrücken, das braucht aber Kraft. Und wir wissen, wie das ist. Wenn wir ihn umarmen, dann können wir ja einfach dahin schweben, uns ausruhen, entspannen. Das heißt, wenn wir die Gefühle umarmen, egal welche Art, ob das jetzt Wut, Trauer, schöne Gefühle sind, Freude, was auch immer, aber in der Regel ist es so, dass wir natürlich die negativen Gefühle nicht wollen, sondern einfach sagen, na, das darf nicht sein, eben bei Buben, Indianer kennt keinen Schmerz oder Gefühle sind schlecht oder man hat die Erfahrung gemacht, dass man vielleicht dann belustigt, ausgegrenzt wird, so wie auch zum Beispiel der Sager von Frau Gero, der natürlich in einer Situation, wo sie selber den Job verloren hat, ausgegrenzt war, natürlich dann, aber es war ihre Gefühlswelt, sie hat das offen einfach gesagt und dann wird das aber dann eben auf der Bühne der Niedertracht-Verleihung, Goldenes Brett, sage ich dazu, eben dann so beschämend dargestellt und da hat sie vielleicht dann gelernt, hoppla, ich darf nicht ausdrücken, weil ich wäre belustigt, beschämt. Und das kennen natürlich auch Kinder, ja, wenn sie dann gemobbt werden, dann vielleicht gefilmt werden, ins Internet gestellt werden. Aber bei Kindern ist die Gewalt, das habe ich auch schon mal gesagt, sehr groß, die Ausgrenzung. Aber dass das Erwachsene tun, dass das Wissenschaftler tun, dass das eine Psychiaterin tut, ist für mich unbegreiflich. Das ist für mich verbale Gewalt.
Und das heißt, es wird sozusagen von der Wissenschaft vorgelebt, wenn jemand anders denkt, dann entwerte ihn, dann filme ihn, dann stelle ihn ins Netz, auf YouTube, dann, damit sich alle belustigen können. Das ist einfach, ja, das ist für mich Niedertracht. Also ich kann hier kein anderes Wort finden, denn ich bin der Meinung, die Wissenschaft lebt von der Andersartigkeit, von dem Austausch, von unterschiedlichen Meinungen. Und natürlich kann man sagen, ja, ich bin jetzt nicht dieser Meinung. Aber dass die Medien hier mitmachen, dass auch vor allem hier Künstler mitmachen, Wissenschaftler mitmachen, erinnert mich auch. Und das hat auch Ortwin Rosner in einem Statement gesagt, verlinke ich sehr gerne an eben Stromstöße und einem Milgram-Experiment. Ja, also das heißt, zurück jetzt wieder zur Bärbel Wadetzki. Das heißt, sie schlucken ungeprüft, Zitat weiter, was andere ihnen sagen, egal ob es für sie stimmt oder nicht. Sie haben wenig Kritikfähigkeit, sind leicht zu beeindrucken und zu überzeugen. Sie passen sich der herrschenden Meinung an und fragen nicht danach, ob es noch andere Alternativen gibt. Das hat auch zur Folge, dass ihnen das Gefühl für die eigene Wahlmöglichkeiten verloren geht. Anmerkung aber auch für die eigene Wahrnehmung. Das heißt, sie leben ein fremdes Leben, auch Dr. Marz, der auch immer wieder davon spricht. Und ja, und weiter hier, sie nehmen, was ihnen vorgesetzt wird, egal ob es schmeckt oder nicht. Sehr, sehr interessant. Zitat Ende nochmal sehr empfehlenswert, gerade in der heutigen Zeit. Bärbel Wadetzki, Ohrfeige für die Seele. Sie hat auch tolle YouTube-Videos gemacht. Ich möchte aber hier eben auch zu jenen kommen, die ihre Meinung gesagt haben. Also es gibt unterschiedliche Motive, warum Menschen sich auch nicht trauen, weil sie Angst haben, den Job zu verlieren. Es gibt ja eben Beispiele, die den Job verloren haben, die ausgegrenzt wurden, die verbal bespuckt wurden. Natürlich ist es auch verständlich, dass man sagt, bitte, ich gehe in Deckung, weil ich traue mich nicht, ja, weil sonst wäre ich auch so denunziert, wie sich das auf der Bühne der Niedertracht Goldenes Brett hier zeigt. Ich habe hier Profil Nummer 40, zitiere ich, und zwar Eva Herzig war ja eine von den Schauspielern, die ja ihre Meinung gesagt hat, sich getraut hat und jetzt um ihre Existenz kämpft. Ich werde ein paar Worte hier rauszitieren, weil es sehr interessant ist, haben ja wenige Künstler sich getraut, auch Nina Proll. Die hat zwei Lieder, die meiner Meinung nach großartig sind, die zeigt ihr an, verlinke ich auch, kommt auch in meinem Buch vor. Und natürlich auch Demokratie, verlinke ich, wirklich tolle, tolle zwei Songs, die das treffend abbilden. Und natürlich auch Eva Herzig und auch der Kabarettist Thüringer haben sich zu Wort gemeldet in dieser Zeit. Sonst sind ihnen keine Personen bekannt, aber bitte, es geht jetzt nicht darum, die jetzt aufzuzählen, aber nur in Erinnerung zu rufen. Alle anderen haben geschwiegen. Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Motive aus der Angst eben, wie man sieht, den Job zu verlieren. Ist eine berechtigte Angst, aber natürlich auch aus der Überzeugung, solidarisch gut zu sein und eben auf der richtigen Seite zu stehen. Eva Herzig steht im Profil. Ich kam immer gut über die Runden. Und sie sagt, meine Sorgen haben sich natürlich auch auf meine beiden Kinder übertragen, die mich in diesen letzten Jahren besonders gebraucht haben. Zitat jetzt aus Profil, der Druck und die Existenzängste hatten sich in den Jahren der Ungewissheit auf Herzigs eben Widerstandskraft ausgewirkt. Zitat, ich konnte nachts schon gar nicht mehr richtig schlafen und bin immer wieder schweißgebadet aufgewacht, weil ich nicht mehr wusste, wovon ich meine Miete zahlen kann. Wenn du in so einem Zustand bist, ist es auch schwer, beruflich neue Schritte zu gehen und gewinnend aufzutreten. Zitat Ende, das sagte Eva Herzig. Und dann steht weiter im Profil, in eine Schublade eben gezwängt, dass die langen Lockdowns in vielen Kindern und Jugendlichen psychische Spuren hinterlassen haben, die in eben Panikattacken, Ängsten und psychosomatischen Beschwerden nachwirken, sei ein Faktum, das vielfach dokumentiert ist. Ich freue mich immer, wenn auch Medien, gerade auch der Profil, aber auch der Standard, der ja auch eben immer wieder ja auch gute Artikel bringt, obwohl er dann eigentlich dann meiner Meinung nach vollkommen versagt, gerade die Verherrlichung des goldenen Brettes. Aber gut, es ist so, dass eben hier das steht, auch im Profil, und das sei ein Faktum, das eben vielfach dokumentiert ist, dass es eben an psychischen Erkrankungen. Ich verlinke auch dazu mein gestriges Video, wo auch
Wien heute darüber berichtet. Sehr interessant. Ja, weil das nur sei es in dieser Leistungsgesellschaft nun einmal nicht erlaubt, Schwäche zu zeigen, auch hier wieder Herzigs wiederholte eben Auftritte bei den Anti-Impf-Fraktionen in einschlägigen Magazinen wie Stichpunkt polarisieren natürlich auch innerhalb der eigenen Familie. Herzig sagt, Zitat, mein geimpfter Vater schlug mir sogar vor, im ORF ein Interview zu geben, in dem ich mich für meine Meinung entschuldigen sollte. Das, fand er, hätte wahre Größe gezeigt. Ich finde es so enttäuschend, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung so eingeschränkt wird und man so eben sofort in eine Schublade der Wissenschaftsfeindlichkeit und des Rechtsextremismus gezwängt wird. Zitat Ende, das sagte Eva Herzig. Ja, also deshalb mache ich ja auch meine Videos. Ich finde, die freie Meinungsäußerung hat ja für mich so einen hohen Wert, sich frei entscheiden zu können, wie man eben entscheidet über seinen Körper und dass nicht die Wissenschaft, die Fakten, die es natürlich nicht gibt, hier so verherrlicht, als eine Religion verherrlicht werden, propagiert werden und wer nicht mitmacht, ist ein Außenseiter. Wir Menschen müssen wieder, so meine auch ich, Menschlichkeit und Zusammenhalt zeigen. Das ist unsere einzige Chance, denn Herrschanteile wurde ja die letzten 3 Jahre wunderbar unter Anführungszeichen ja umgesetzt, die Menschen gegeneinander gehetzt, Ungeimpfte gegen Geimpfte, Befürworter von dem da. Also das heißt, ich finde, wenn wir einfach sehen, dass es, wie gesagt, unterschiedliche Meinungen gibt, unterschiedliche Ansichten, dann können wir uns doch alle nur reich beschenken. Und das, was uns ja liegt, dass man einfach das annimmt, was uns nicht liegt, als freie Meinung einfach stehen lassen zu können. In dem Sinne hoffe ich, dass ich eben über die Kränkung, die uns sehr krank macht und ganz gefährlich auch Beschämung, wie gesagt, auch Professor Bauer verlinke ich, hat wunderbar über Beschämung eben auch vieles erzählt, dass Scham auch Menschen eben so schlimm, ganz schlimm auch in den Tod hetzen kann. Ich habe auch von der jungen Stella, die ihr Wunsch war, das auch zu veröffentlichen, traurige Schicksale, die es gibt. Und ich habe halt auch einen Appell, dass gerade Menschen, Politiker, Politikerinnen, aber auch Wissenschaftler, Künstler, Künstlerinnen endlich damit aufhören, Menschen auf dem Marktplatz zu zehren, dort verbal auszuziehen, zu bespucken und so auch nicht in der Verantwortung sind, für unsere Kinder und Jugendlichen Vorbild zu sein. Denn gerade die Kinder und Jugendlichen brauchen in der heutigen Zeit eben Vorbilder und vor allem wieder Nähe, Gemeinschaft und Zusammenhalt. In dem Sinne alles, alles Liebe.